Wir finden, dass Verbraucherschutzthemen, also im Prinzip Alltagskompetenzen, an die Schulen gehört, weil auch für Kinder und Jugendliche können Themen beispielsweise wie Überschuldung tatsächlich eine große Rolle spielen. Also es war definitiv was anderes. Man sitzt nicht nur im Unterricht und hört einfach dem Lehrer zu, sondern man konnte sich selbst Sachen erarbeiten. Man hat viel nochmal gelernt, auch wie die Konzerne einen ansprechen. Jetzt habe ich auch eine Art Konto. Das hat halt meine Mutter für mich gemacht, aber das gehört halt nicht immer so. Deshalb ist es schon wichtiger, so, wenn ich dann jetzt schon erfahre, wie ich das alles anlegen kann oder was es mir alles für Vorteile bringt. Das Thema Ernährung hat ja auch was mit Verbraucher zu tun, weil man ja auch einkaufen gehen muss, man wird dort beeinflusst. Ja, es gibt so in der Bevölkerung zwei Leitlinien. Die eine Leitlinie sagt, man lernt fürs Leben, und die andere sagt, ja, aus Schaden wird man klug. Nur wir als Verbraucherzentrale wollen natürlich auch die Jugendlichen dazu befähigen, über Verbraucherbildung, über Information, dass es nicht zum Schaden kommt. Wichtig ist es, dass als eine Querschnittsaufgabe behandelt wird, dass es in allen Fächern, die damit Bezug haben, in den Unterricht eingebaut wird. Und natürlich auch in solchen Projekten wie dieses hier. Es ist ideal, wenn das in der frühen Jugend schon Kindern vermittelt wird. Dann aufstehen, bewaffnet, an die Tafel gehen. Das Gemüse kauft sie im Biomarkt. Also bei der Auszeichnung Verbraucherschule geht es uns nicht um den Selbstzweck, ein Label zu haben, Verbraucherschule. Unser Ziel als Verbraucherschule ist es, Schüler am Ende ihrer Laufbahn zu Experten für den Alltag zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, selbstständig Dinge aktiv herauszufinden, statt Inhalte zu konsumieren. Und das übergeordnete Ziel für uns ist tatsächlich, dass die Kinder ganz früh schon so ein kritisches Konsumbewusstsein entwickeln.